Bohrender Sound, dröhnender Motor. Solche Klänge verbindet man nicht gleich mit dem Erzgebirge. Am 23. März 2013 waren aber genau diese aus einer Werkstatt in Neundorf zu hören. Dort stellten vier Motorsportfreunde ihr Projekt, das mit diesem NASCAR und einer guten Sache zu tun hat, vor. Jan Wetzig aus Wolkenstein, Michael Lobauer aus Frankenberg, Norbert Mann aus Neundorf und Inko Niklaus aus Griebetal haben ihre Leidenschaft zum Motorsport mit dem Ansinnen, Gutes zu tun, verbunden. Zum sogenannten Warm-up waren viele PS-begeisterte Erzgebirge gekommen. Es gab ja auch etwas zu gewinnen. Das bringt uns zum Beweggrund, das Eastside NASCAR Racing Team ins Leben zu rufen. Denn das Fahrzeug wird an keinem Wettbewerb teilnehmen, sondern einen guten Zweck erfüllen. Wir machen das ja aus einem Charity-Nutzen. Wir machen mit diesem Auto Renntaxifahren. Das Auto ist umgebaut worden zu einem Renntaxi. Und mit diesen Renntaxifahrten unterstützen wir einen Verein, der sich mit krebskranken Kindern und deren Eltern in Dresden beschäftigt. Das ist der Sonnenstrahl, eingetragener Verein in Dresden. Und wir haben uns auf der Fahne geschrieben, halt diesen Verein zu unterstützen. Jan Wetzig, der Initiator, erzählt ihm mehr zum Fahrzeug. Das ist ein originales NASCAR aus Baujahr 2000. Das ist im Winston Cup gelaufen, also ist kein Nachbau. Ja, in Technik steckt ein handelsüblicher V8 Small Block drin, der von WTS aus Amerika sagen wir, getuned worden ist. Wir haben ein Borgwarner TH600 Getriebe drin, eine spezielle Rennachse, die zu 100% gesperrt ist, um das Fahrzeug bei dieser Leistungsentfaltung auf der Rennstrecke zu halten. Ein ganz spezielles Rennfahrwerk für die Rundstrecke ist verbaut. Ja, das sind eigentlich die vier Hauptkomponenten, was ein Rennauto eigentlich ausmacht. Ja, der Vortrieb, wir sprechen hier von einem 5,7 Liter V8 Motor mit ca. 500-550 PS, je nach Wetterlage, Abstimmungsarbeiten. Ohne zuverlässige Techniker geht natürlich nichts. Naja, es ist nicht so komplizierte Technik, nicht viel Elektronik, also nicht das Problem. Aber das ans Material zu kommen, das geht sicherlich nicht so einfach, oder? Aus Amerika. Ja, kommt halt alles aus Amerika. Jetzt haben wir uns als Reifen bestellt, ist eben hier nicht zu haben, muss man aus Amerika kommen lassen. Die vier sind keine gelernten Berufsrennfahrer, aber eng mit dem Motorsport verbunden. Man hat es mit Rennverrückten im positiven Sinne, aber auf keinen Fall mit Laien zu tun. Also hauptberuflich arbeite ich in JVA Waldheim. Mein Kollege der Nico ebenfalls in JVA Waldheim. Micha ist Logistiker bei einer großen Zulieferfirma in Frankenberg. Ja, und was bei uns besonders ist, Nico und Micha, das waren meine Rennmechaniker in einer Formelserie. Wir sind über die ganzen Jahre zu einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen. Und nur mit solchen Leuten ist das Projekt überhaupt realisierbar. Was nützt mir das tollste Rennauto, wenn ich keine Reifenmechaniker habe, keine Techniker habe, keine Serviceleute habe? Ja, und dann hat man sich halt mal zusammengefunden und hat gesagt, Mensch, nach so vielen Jahren der Ruhe, lass uns doch mal was mit Rennautos machen und lass uns doch mal was für krebskranke Kinder tun. Jan Wetzig ist früher in der Formel Heiko Rennen gefahren, eine Serie, die sich mit historischen Rennwagen beschäftigt. Die Formel 1 kennt so gut wie jeder. NASCAR ist aber vor allem in den USA bekannt und dort deutlich beliebter als die Königsklasse. Wie fühlt es sich an, ein solches Gefährt auf der Rennstrecke zu bewegen? Das ist Wahnsinn. Nicht alleine nur die Geschwindigkeit, das hat man mit anderen Fahrzeugen, aber der Klang, der Sound, da ist keine Verkleidung drin, nicht was irgendwie dämpft oder so. Die Kurven, Wahnsinn. Und das ist eben das, was wir halt für die Kinder machen wollen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Geld jetzt dort in den Verein spenden, das ist zweitrangig erstmal. Es geht darum, den Kindern und den Angehörigen noch mal was Gutes zu tun. Die ganze Begeisterung kannst du hier wirklich gut durchbringen und du machst es aber für einen guten Zweck. Du bist nicht deine Runde runter, wie du das sonst halt machst, sondern du hast halt wirklich gute Möglichkeiten, gerade um einen richtig sehr schönen Effekt damit zu erzielen. Wer nun Lust bekommen hat und selbst mal mitfahren möchte, hat dazu selbstverständlich bei den vier Freunden die Chance dazu. Am besten ist das Ganze nachzulesen oder zu buchen unter www.nascar-hilft.de. Eine gute Idee, Krebskranken helfen und Rennsport hautnah erleben. Das Eastside NASCAR Racing Team macht es möglich. Vier Sachsen und einige Sponsoren unterstützen das schon. Helfen auch Sie mit. Weitere Informationen und Termine gibt es wie erwähnt unter www.nascar-hilft.de.